Was ist denn da überhaupt zu sehen als Militär? Militär ist was für Jörn oder Dienstbolzen. Was besser, ja, ist der Kind da weg. Alle Menschen, die Knobelbecher hat ihr gesehen und die Landslehnen von der Offiziere. Das könnte ich machen, weißt du? Da drin in der Werkstatt haben sie mal auf Maschinenarbeit gelernt. Arbeit, ich höre mal Arbeit. Lass da nicht mit sowas ein. Das hat jetzt einen Charakter. Wenn sie mal nur lassen, ich glaube, in zwei, drei Jährchen hätte ich eine selbstständige Werkstatt. Jetzt kommt die über mich nach Hamburg. Dazu war ich eingebaut, brauch alles auf. Den geht's noch rüber ins Café alles. Da werden wir schon Frost finden, der ein paar Kessel Jungs braucht. Und wissen erst mal, wo das Tier ist. Nee, nee, du, da hab ich genug von. Da ist er verschüttet wie so ein Oller Mülleimer. Nee, nee, ohne mir. Ich will arbeiten. Und das wiederum ohne mir will er. Na, tschüss, Kalle. Tschüss. Lass dich nicht erwischen. Da drin in der Werkstatt haben wir auch eine Arbeit gelernt. Arbeit, ich höre mal Arbeit. Lass dich nicht mit so was ein. Das hat jetzt einen Charakter. Wenn sie mal nur lassen, ich glaube, in zwei, drei Jährchen hätte ich eine selbstständige Werkstatt. Wissen Sie mir lieber mal die Gesäßknöppel nach. Aber Herr Hauptmann. Sehen Sie, Wapschke, Sie haben nicht gedient. Wenn Sie beim Militär so viel widersprechen würden, kämen Sie aus dem Kasten überhaupt nicht mehr raus. Naja, sich nicht über den Feuer sah, Hauptmann. Der ist nicht normal. Aber einen besseren Zuschneider finden Sie nicht in ganz Deutschland. Nee, 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 Herr Wormser, mit der Uniform, da stimmt was nicht. Das ist Stöpfchen, Herr Hauptmann. So was kriegen bei mir sonst nur die königlichen Prinzen. Wie so ein frisch gewichster Pferdepopo. Wissen Sie mal die Gesäßknöppel. Nee, nee, nee,